Am Mittwochabend trafen Holstein Kiel und der FC Bayern München im DFB-Pokal aufeinander. Das zweite Nachholspiel am Dienstag ja bereits Leverkusen gegen Frankfurt und nun eben Holstein Kiel gegen den FC Bayern München. Die Kieler Störche, sie spielen eine gute Rolle in der zweiten Bundesliga, aber die kann noch so gut sein, wenn der FC Bayern München zu Gast ist, dann ist man der klare und deutliche Underdog. Der FC Bayern München hat eigentlich die Zügel in der Hand, wenn sie ihre Leistung abrufen können und auch Vollgas geben, dann dürfte das hier eigentlich eine sichere Sache werden. Aber Holstein Kiel eben auch mit guter spielerischer Anlage. Dann aber schon in der Frühphase dieser Nackenschlag. Robert Lewandowski in der 6. Minute kommt zu frei zum Abschluss. Thomas Müller legt das Ganze vor. Und da konnte man Holstein Kiel zwar zugute halten, dass sie von Beginn an versucht haben, vorne rauf zu gehen, aber wenn es dann vorne schon nicht gut losgeht, dann endet das hinten häufig in einer Katastrophe. Und dass der FC Bayern München dann in der Lage ist, das auszunutzen, das ist kein Geheimnis. Und der FC Bayern München hatte hier keine Lust für sonderliche Spielchen. Leroy Sané über rechts außen heute kommend mit der nächsten Möglichkeit. Diesmal aber Ioannis Gelios mit einer durchaus starken Parade. Fährt da die linke Hand aus, ist im kurzen Eck zur Stelle gegen diesen guten Abschluss von Sané. Aber der FC Bayern München, er konnte immer wieder gut umschalten. Holstein Kiel, wie gesagt, versuchte es, setzte sich sogar im gegnerischen Gefahrendrittel fest. Aber sie konnten hinten dann nichts mehr ausrichten gegen diese Qualität. Thomas Müller mit der 2:0-Führung in der 39. Minute. Das sind dann Abschlüsse, die zu freistehend zustande kommen. Und das ist für Ioannis Gelios dann absolut undankbar. So ging es mit dem 0:2 in die Pause. Für Holstein Kiel ging es jetzt vielleicht eher nur um Schadensbegrenzung. Gelios, tolle Parade, aber im Nachfassen Lewandowski in der 56. Minute bereits mit dem 3:0 und allerspätestens jetzt war das Ganze hier geklärt. Wir sehen es, Gelios, der wirklich auch ein gutes Spiel machte, aber trotzdem schon dreimal hinter sich greifen musste. Das war doch schwer zu verkraften als Schlussmann der Kieler Störche. Der FC Bayern München einfach zu gut und zu effektiv auch im Abschluss. Sie hatten richtig Lust mittlerweile bekommen. Holstein Kiel ging nicht auf Defensive. Riesenchance auf der Linie geklärt von Wahl. Dann aber noch nicht endgültig bereinigt. Müller, Joshua Kimmich im Zusammenspiel. Kimmich und ein weiteres Mal Gelios zwischen den Pfosten, der hier Schlimmeres verhindert. Weiterhin also erstmal nur in Anführungszeichen 0:3. Da wäre eine deutlich höhere Führung schon denkbar gewesen. Wieder Kiel weit aufgerückt. Starker Ball von Kimmich. Lewandowski nicht im Abseits. Kimmich mit der nächsten Vorlage. Lewandowski mit dem nächsten Tor. 0:4. Es wurde wirklich richtig, richtig bitter. Aber eben auch qualitativ gut zu Ende gespielt. Da gab sich der Rekordmeister keinerlei Blöße. Und Holstein Kiel aber machte es dann auf der einen Seite eben weiterhin positiv, weil sie nach vorne versuchten zu spielen, aber im DFB-Pokal ist es ihnen dann wohl auch mal gestattet, auf das Torverhältnis keine Acht mehr zu geben. Hier aber mal eine Möglichkeit, Joshua Mees auf der Gegenseite mit dem Abschluss, Nübel heute im Tor für Neuer im DFB-Pokal. Hatte wenig Probleme in diesem Spiel, konnte jetzt eben sich sogar einmal auszeichnen. Bei Kiel schwanden die Kräfte, der FC Bayern München weiterhin beflügelt. Müller legt vor, Lewandowski schließt ab, 85. Minute 0:5. Aber eben auch in der Höhe dieses Resultat komplett verdient hier im Holstein-Stadion unter diesen Umständen. Aber auch verständlich, dass Holstein Kiel dann Probleme hatte am Ende, das hier irgendwie noch gemütlicher zu gestalten. Der FC Bayern München legt nämlich nochmal einen drauf. Robert Lewandowski mit dem Tag der Tage, Fünferpack, nicht mal sein erster in seiner Karriere, das ist auch bekannt, steht da am 5-Meter-Eck komplett alleine.
und schließt dann ab. 0:6, ein heftiges Ergebnis, eine dicke Klatsche für Kiel, aber das war heute eben eine andere Galaxie des FC Bayern München und so geht's hier mit 0:6 klar zu Ende.